ist ein Loch in dem Sprachrohr. Ein Sprachrohr. Damit kann sich die Besatzung über mehrere Räume hinweg unterhalten. Ein massiver Stuhl. Wurde darauf jemand gefesselt? Keine Ahnung. Lüftung Schach. Hier ist Fiona ihrem Gefängnis entkommen. Jetzt ist alles mit Wasser vollgelaufen. Kann ich da vielleicht... Da fülle ich besser nur Wasser rein. Ja, sollst du auch keinen Lüftungsschacht reinfüllen, Idiot. Mann, 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 kann ich hier sonst irgendwas machen? Da kann ich was nehmen. Morphin. Das sollte Lex auf die Beine helfen. Ach so, ich verschwende hier 30 Jahre, um eine kleine Ampulle Morphin zu finden. Ist klar. Mann, Nieder. Verdammte Hacke. So, Lex, ich hoffe, du stirbst dran. Da vielleicht 50.000 Mal irgendwo war und nachher... Ach, naja, wo drücke ich mich auf? Ist mir auch egal. Das Zeug ist tatsächlich. Kannst du mich wieder verstehen? In der Tat. Aber es wäre schön, wenn du nicht allzu laut sprechen würdest. Ja, mach ich. Ich nehme an, dass du verwirrt warst, als du gerade auf mich geschossen hast. Ich habe auf dich geschossen? Gottverdammt. Kann mich wirklich nicht erinnern. Nun gut. Ich muss dir jetzt aber unbedingt etwas erzählen. Ah ja? Vielleicht war es nur ein Traum oder meine Einbildung. Ich habe ein Mädchen gesehen. Fiona. Sie war hier auf diesem Schiff als Gefangene. Was sagst du da? Es war, als wäre ich zu einer anderen Zeit hier auf dem Schiff. Vielleicht geschieht es auch erst noch. Ich weiß es nicht. Das klingt ziemlich verrückt. Ja, es war seltsam. Ich kann es nicht erklären. Aber vielleicht kann ich es. Wie meinst du das? Bevor mich meine Sinne verließen, konnte ich etwas von dem Teil des Logbuchs entziffern, das auf Portugiesisch geschrieben ist. Dabei habe ich etwas Interessantes herausgefunden. Dieses Schiff hat nicht nur normale Frachten befördert. Sie haben einige Umbauten vorgenommen und in den Frachtraum eine Art Destilliermaschine eingebaut. Was für eine Maschine? Damit kann man Alkohol herstellen. Ich habe etwas von Ethanol gelesen. Ich glaube, dass wir an Bord eines Schmugglerschiffes sind. Alkoholschmuggler, um genau zu sein. Ja, in meiner Vision ging es auch um Schmuggler. Anna, ich meine damit, dass da unten vermutlich Fässer mit flüchtigen Stoffen gelagert werden. Und die haben dir sicher völlig die Sinne vernebelt. Nein. Nein, es war völlig real. Ich kann es gar nicht beschreiben. Sowas habe ich noch nie erlebt. Dass dieses Schiff unheimlich ist, steht außer Frage. Aber Geister? Ich weiß nicht. Jetzt wissen wir auch, woher sie weiß, was es mit Fiona auf sich hat. Okay, ich glaube, das Mädchen ist der Schlüssel zu all dem hier. Ich glaube, ich muss ihr helfen. Ich glaube, wenn ich ihr nicht helfe, wird ihr etwas Schreckliches zustoßen. Hör dich doch mal reden. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Ich habe ihre Asche gefunden. Unten im Maschinenraum. Vor einem großen Ofen. Wenn ich doch nur wüsste, wer sie ist und wie ihre Geschichte weitergeht. Eins kann ich dir sagen, wie es mit uns weitergehen wird, wenn wir nicht endlich von ihr wegkommen. Das Schiff hat Augen und Ohren, es flüstert. Es wird noch unser beider Grab werden. Gut, aber... Hast du es in deinem Zustand geschafft, hierher zu kommen? Warum bist du nicht dort geblieben? Was? Oh, natürlich. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Und du... Du warst so lange weg. Ich habe mir Sorgen gemacht. Und wollte nach dir suchen und... Beim Reinkommen bin ich gestolpert. Ich muss kurz weggetreten gewesen sein. Als ich aufgewacht bin, lag der Schrank hier. Und ich war zu schwach, um ihn zu bewegen. Was sollen wir denn jetzt tun? Wenn es stimmt, was ich gelesen habe, müssen wir so schnell wie möglich von diesem verdammten Kahn runter. Wenn Ethanol aus der Ladung austritt, könnte uns das umbringen. Oder aber das Ethanol fängt Feuer, was uns ebenfalls umbringen würde. Wir müssen runter von dem Kahn. Und dazu müssen wir erstmal herausfinden, wo wir überhaupt sind. Es wird Zeit, dass wir diesem verfluchten Schiff seine Geheimnisse entreißen. Aber wie? Was sollen wir tun? Du kennst dich nicht mit Schiffen aus. Aber ich schon. Du musst meine Augen, Ohren und Hände sein. Sieh nach, ob du die Position bestimmen und uns wieder auf Kurs bringen kannst. Bevor wir von Bord gehen, müssen wir unbedingt wissen, in welche Richtung wir uns halten müssen. Sonst sind wir auf offener See verloren. Aber ich bin doch kein Seefahrer. Dann musst du es jetzt werden. Ja, das ist ja sehr beruhigend auf jeden Fall. Hast du schon etwas herausgefunden? Klar, eine halbe Sekunde.
Ich habe versucht, unseren Kurs zu ändern, aber das Steuerrad lässt sich kein Stück bewegen. Verdammt. Versuch trotzdem noch, unsere Position zu bestimmen. Sonst noch etwas? Bis gleich. Bis gleich. Okay, ich habe ja dieses Ding hier, ne? Dieses Handlock dient zum Messen der Geschwindigkeit des Schiffes. Genau. Genau. Und ich brauche eine offene Stelle zum Wasser, meinte sie. Ah, vielleicht. Vielleicht könnte ich ja mal runtergehen. In die Messe. Weil sie meinte ja vorhin ja schlauerweise zu sagen, dass hier das Ding ins Wasser gefallen ist, ne? Damit ich das Handlock benutzen kann, benötige ich eine Öffnung zum Meer. Das ist doch viel mehr als das Meer. Okay, also das Meer. Und da drüben geht das auch nicht. Hier in dem Raum, wo sie gefangen war, wo ich das mit Wasser alles gefüllt hatte. Hier. Damit ich das Handlock benutzen kann, benötige ich eine Öffnung zum Meer. Ich würde sagen, sie braucht eine Öffnung zum Meer. Muss sie das Ding ins Wasser halten oder wie läuft das? Und ich glaube... Vielleicht... Das ist doch bloß ein Stück Holz an dem Dings, ne? Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ihr werdet es kaum glauben, aber ich spiele jetzt wieder mit dem Kran rum. Mache ich ja so gerne. Seil runter. Und wo kommt diese Kiste daher? Diese kleine nette Kiste, die da entstand. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Als nächstes sollte ich... Es gibt... Was war das? Flex? Ja. Alter Scheiße. Das war mein Drucker. Boah, Alter, man hat euch so eine Angst, ey. Ich habe die Ladung wieder vom Kran gelöst. Weil wenn du hier bloß so diese einen Kopfhörer im Ohr hast und das Zeug abends spielst, ey, da kriegst du schon so kleine Hallos. Ich hoffe nicht, dass es jetzt schon wieder kommt. Ach Mensch. So, hier ist das Ding. Der Schacht führt nach unten in die Messe des Schiffes. Jo. Oben kann man über einer Gitterluke einen Kran erkennen. Damit ich das Handlock benutzen kann, benötige ich eine Öffnung zum Meer. Das Seil reicht nun bis in die Messe hinein. Kann ich das denn trotzdem nicht loslassen? Das Seil reicht nun bis in die Messe hinein. Dieses Handlock dient zum Messen der Geschwindigkeit des Schiffes. Ja. Und ich würde das ja gerne. Oder kann ich vielleicht, wenn das Ding unten ist? Also mein Plan ist, für alle, die es noch nicht kapiert haben, ich würde gerne das Handlock, das würde ich gerne an dem Seil befestigen und dann den Kran nach oben ziehen. Weil sie ja irgendwas von. Oh Leute, Anna, hier. Dahin. Um das Kranseil. Damit ich das Handlock benutzen kann, benötige ich eine Öffnung zum Meer. Das weiß ich doch. Damit ich das Handlock benutzen kann, benötige ich eine Öffnung zum Meer. Öffnung zum Meer. Jetzt könnte ich wieder hinten das Ding probieren, hinten in der Kapitänskajüte. Weil da konnte ich ja die Fenster öffnen.
Anna, Mensch, lauf doch mal ein bisschen. Warum schleppt sich dieser sture Doch Bock auch durch die Gänge? Er hat unnötig ja. viel Blut verloren. Genau. So, ich hoffe, dass wir hier das Dings, das Blutspulaka eben noch was. Geht doch mal hin, Anna. Pfefferkörner. Pfefferkörner, die aus einer der Kisten herausgefallen sind. Ja, die drei Pfefferkörner. Ach ne, das war ihre Fragezeichen, stimmt ja. Das Fenster ist offen, ne? Solange das Fenster geschlossen ist, geht das nicht. Ich dachte, es ist offen. Wenn ich das Lock aus dem Fenster werfe, ohne die Zeit messen zu können, bin ich kein Stück weiter. Ohne die Zeit messen zu können. Wenn ich das Lock Ich aus dem vielleicht. Fenster werfe, ohne die Ja. Zeit messen zu können, bin ich kein Stück weit. Solange das Fenster geschlossen ist, geht das nicht. Das Fenster ist jetzt zu offen, du Trottel. Ohne die Zeit messen zu können. Jetzt gehe ich noch mal nach oben. Ich muss viel laufen muss, ne? Am besten, ich sage hier einfach, geh dahin. Tippe ich am besten noch so ein, so. Gehe in den dritten Stock und arbeite. Wo muss ich lang? Muss ich hier? Nö. Wo muss ich lang? Lang, hier lang, da lang. So. Hoppa, ich muss kurz was machen. So. So. Gehen wir wieder in den dritten Stock hoch. Okay. Konnte ich hier ein Bullauge öffnen? Nichts als Wasser, wohin man auch schaut. Wenn ich nur wüsste, wo wir sind. Das will ich ja gerade herausfinden, du Trottel. Da ist das Deck Das des Bullauge Schiffes. vielleicht öffnen. Ich kann nicht viel erkennen, aber ich sehe über dem Deck ein großes Gerüst. Womöglich ein Kran? Hey, ich bin gerade wieder total bescheuert. Wie soll ich das denn anstellen, Ihrer Meinung nach? Draußen sehe ich den Bug des Schiffes. Es muss ganz schön schwierig gewesen sein, das Schiff mit so kleinen Bullaugen zu steuern. Hier Jo. wird das Schiff gesteuert. Momentan treibt es orientierungslos über das Meer. Der Tisch ist abgeschlossen. Ich bräuchte etwas, um das Schloss zu knacken. Keine Ahnung, Das lass sind mal die nur Karte darauf Kartenstücke. packen. Ja, die sollst du darauf packen. Mann. Rettungsring, kann ich das vielleicht damit verwenden? Damit ich das Handlock benutzen kann, benötige ich eine Öffnung zum Meer. Mach's doch nicht so schwer. Bullauge. Ich habe gerade echt schon wieder absolut null Ahnung, was ich machen muss. Und ich nehme, glaube ich, gerade erstmal eine halbe Stunde auf. Oh, der Wasserpuppe. Ich habe. Ich habe keine Ahnung. Kranseil. Damit ich das Handlock benutzen kann, benötige ich eine Öffnung zum Meer. Ich gewöhne mir jetzt mal ab, das Zeug zu kommentieren, weil sie sowieso bloß Dünnschiss labert. Um es einfach mal so auszudrücken. Jetzt ziehe ich das Seil mal hoch. Seil hochziehen. Ach nee, hinterher jetzt auf die Ladung endlich dran. Seil nach links drehen.
Seil nach rechts drehen? Ich weiß gerade nicht. Sie brauchen eine Öffnung zum Meer. Seil nach vorne. Wenn ich jetzt das Seil runterlasse, bringt mir das eigentlich gar nichts, oder? Da ist das Deck des Schiffes. Sieht hier jetzt was? Ich kann nicht viel erkennen, aber ich sehe über dem Deck ein großes Gerüst. Womöglich ein Kran? Also ich bin gerade echt wie ein bisschen ratlos, ne? Und bevor ich jetzt meine Zeit vergeude. Ich habe das Handloch, das ist doch bloß ein Schnur mit einem Stück Holz dran, ne? Und sie meint, sie muss das irgendwie in der Öffnung zum Meer. Ohne das zu messen. Ja, dann bleibt doch eigentlich bloß der Kran, oder nicht? Aber das geht ja nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das werde ich heute wahrscheinlich auch nicht mehr lösen. Und ich dachte, ich schaffe es wenigstens heute noch das Spiel, diese Aufnahmen fertig zu bekommen. Aber nein, so wird es wohl dann nicht sein. Gut, dann beende ich erstmal die Aufnahme. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich hoffe, dann bekommen wir das Zeug endlich hin. Jetzt habe ich ja super viel geschafft in dieser halben Stunde, oder wo ich jetzt aufnehme. Ja, gibt's sonst noch irgendwas? Nö, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, wir schaffen das bis dahin und dann tschüss und auf Wiedersehen.